Hallo, liebe Freunde der Bienen und der Imkerei. Hier spricht Klaus Becker, der Bienenfachwart des Landesverbandes Bayerischer Imker. Im März letzten Jahres wurde ein Bien vom Zeitlerhaus auf der Herzobes nach Herzogenaurach zum Gymnasium gebracht. Hier in dem nächsten Bild sehen wir, wie unser Gerhard trägt den Bien vom alten Standplatz zum Seidlerhaus, zum Fahrzeug, das den Bien zum Gymnasium bringt. Das Flugloch wurde dafür am Vorabend geschlossen und ein Gurt sichert den Zusammenhalt, dass nicht alles auseinanderspringt, wenn man durch ein Schlagloch fährt. Nun steht der Bien transportbereit in der Arbe. Der Bien ist das, die Gesamtheit eines Bienenvolkes mit der Königin, den Thronen, den Waben und der Beute oder Behausung des Bienes. Das ist ein alter Ausdruck, der schon sehr, sehr lange genutzt wird. Quer durch Herzogenaurach bis zum Sportplatz neben dem Gymnasium führte der Weg. Dort war der Abstellplatz bereits von den Schülern des Gymnasiums vorbereitet worden. Frau Greulich und ein Vertreter der Schulleitung wie auch die Presse fanden sich ein, um diesen Umzug mitzuerleben. Die Amanzi Greulich teilte der Presse mit, dass sie sich freut, mit ihrem Bienenvolk den Kindern beibringen zu können, wie die für die Blütenbestäubung wichtigen Bienen gehalten und gepflegt werden. Gerhard Knaus war aktiv und brachte den Bienen von der Arbe zum neuen Standort. Das Schwammtuch, das das Flugloch verstopfte, wurde aus dem Flugloch entnommen und die Bienen haben nun wieder freien Ein- und Ausgang und nutzten den Moment auch gleich, um auszufliegen, um zu gucken, wohin sie umgesiedelt wurden. Schnell wird noch der Sicherheitsgurt entfernt und die Sache ist so weit gediehen, dass der Fotograf vorne steht und Bilder machen kann. Gerhard prüft noch den Varroa-Kontrollschieber und die Presse macht Fotos für ihren Zeitungsbericht. Das Bodenbrett wurde wieder eingeschoben und später ein Stein zur Sturmsicherung auf das Dach gelegt. Liebe Imkerinnen und Imker, wie auch ihr Bienen, bleibt gesund und fleißig. Das war später in der Zeitung darüber nachzulesen. Bald gibt es Honig von der Imkerei, so nannten die Schüler ihre Imkerei im Gymnasium, die Imkerei. Wer Zeit hat, kann den Bericht gerne lesen. Zusammenfassend, vom Seidlerhaus auf der Herzobes wurde ein Bien der früheren Probeimkerin Amanzi Greulich zum Gymnasium nach Herzogenaurach gebracht, wo es durch sie als Lehrerin zur Schulung für die Kinder genutzt wird. Viel Freude mit dem Bien wünscht Ihnen der Bienenfachwart Klaus Becke, www.imkerherzog.de bzw. www.imker-kv-erh.de. Besten Dank fürs Zuhören.